Rini Benko kein FPÖ-Spender? Der Ibiza-U-Ausschuss ging in die nächste Runde. Geladen war unter anderem Immobilieninvestor Rini Benko. Heinz-Christian Strache hat im Ibiza-Video ja angekündigt, dass Benko die ÖVP und die FPÖ zahle. Benko entgegnet dem mit Unverständnis. Er findet Straches Aussagen völlig unerklärlich. Benko und Strache haben sich wohl getroffen, aber nur über Privates und Immobilien geredet. Die Opposition möchte außerdem einen Fokus auf die Immobiliendeals zwischen Benko und der türkis-blauen Regierung legen. Es hätte nämlich auffallend viele gegeben. Die ÖVP sieht das als Wirtschaftsbashing. Außerdem geladen im U-Ausschuss heute KTM-Chef Stefan Pierer und Unica-Chef Andreas Brandstetter. Corona verbreitet sich weiter. Europa leidet weiterhin unter den steigenden Infektionszahlen. Die steigen nämlich so gut wie überall. In Tschechien gab es einen neuen Rekord. Innerhalb von 24 Stunden wurden 12.000 neue Infektionen gemessen. Die europäischen Regierungen greifen zu weiteren Maßnahmen. In Italien wird dazu aufgerufen, keine Reisen zu unternehmen und nicht mit den Öffis zu fahren, wenn nicht unbedingt notwendig. In Slowenien gibt es jetzt eine Ausgangssperre zwischen 21 Uhr und 6 Uhr. Außerdem sind Auslandsreisen verboten. Die Schweiz verschärft die Maskenpflicht und in der Slowakei gilt der nationale Notstand. Ganz besonders hart trifft es Irland. Dort gilt jetzt ein zweiter Lockdown. Kim Kardashian wird 40. Happy Birthday! Über Kim Kardashian sagt man öfters, man kennt sie einfach, weil man sie kennt. Dabei nutzt sie soziale Medien so effektiv wie fast keine andere. Angefangen hat sie als Assistentin bei Paris Hilton. Dann wurde ein Sextape von den beiden geleakt und ging viral. Die gewonnene Aufmerksamkeit hat die Familie gleich genützt und die Reality-Show Keeping Up with the Kardashians gestartet. Kim Kardashian nutzte die Reichweite, um ihr Business auf Instagram zu starten. Kaum jemand erreicht so viele Menschen mit einem Posting. Ihr Vermögen wird auf 1 Milliarde Dollar geschätzt.